Wenn ich heute richtig zählen kann, begrüße ich euch zum 18. Part von Let's Replay Crash Tag Team Racing. Ja, wir werden heute die Rennen von dieser tollen Welt von T-Rex machen. Zuvor sollten wir aber erstmal die Hausschuhe von Engine finden, die sich irgendwo in der Welt befinden müssen. Ey, haut ab! Ich habe keine Ahnung, wo genau sie sich befinden werden. Das heißt, wir durchkämen jetzt einfach mal die ganze Welt. Wir haben ja genug Erfahrung mit dieser Welt gesammelt, da wir die Hühnerherausforderung bereits gemacht haben. Und ich denke, das ist immer so die größte Bestätigung, die man haben kann, um zu sehen, dass man eine Welt komplett verstanden hat. Also, dass man alles genau erkundet hat. Ich gucke mich schon mal so ein bisschen um. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie weit hier so die Perspektive ist. Also, wie weit ich da wirklich alles erkennen kann. Da oben wäre auch ein bisschen unlogisch, wenn es da wäre. Ich gehe davon aus, dass es auf der rechten Seite ist. Das ist auf der rechten Seite. Da hinten halt, ne? Ich bezeichne das immer als rechte Seite, wieso auch immer. Wenn wir hier schon mal den Hooper Group haben, würde ich sagen, gehen wir mal gerade da hoch. Weil da ist ja eine Menge Geld. Wenn ich einen hochkäme. Was ich leider gerade nicht tun. So, her damit. Wir brauchen noch eine Menge Geld für Pasadena. Für die brauchen wir auch irgendwie wieder 2500 oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Das ist ja noch die letzte Herausforderung neben den Hausschuhen von Engine, die wir da für diese Welle brauchen. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall auch noch ein bisschen Geld rauswirtschaften, wobei das durch die Rennen auch ganz schnell gehen dürfte. Das ist ein Wumper Whip. Wo könnte sich die Kacke denn wohl am ehesten befinden? Moment. Da hinten sind sie doch, glaube ich, oder? Ja, das sollten sie sein. Wenn dem so ist, dann habe ich recht behalten und es ist auf der Seite. Sollten auch eigentlich nicht so versteckt sein, ne? Ich meine, es sind Sachen, Missionen, die man eigentlich so relativ schnell schaffen sollte. Genau. Das sind tatsächlich Engines Hausschuhe, beziehungsweise die Hausschuhe, die Engine braucht. Ob es jetzt seine sind, sei mal dahingestellt. Hübsch würde er damit jedenfalls nicht sein, aber das ist ja so oder so schon. Also, ja, ich glaube, das wird jetzt sein Aussehen nicht noch irgendwie beeinträchtigen. So, und wir sind auch direkt hier beim ersten Rennen. Das trifft sich wunderbar. Wir werden jetzt also anfangen mit dem forcierenden Fiasko, heißt das Rennen hier. Natürlich wieder auf schwer. Und jetzt können wir sogar schon verrückt spielen. Ja, tatsächlich, wunderbar. Dann spielen wir direkt mal verrückt. Mit wem machen wir das denn? Wir können jetzt eigentlich mal ganz vorne anfangen, denn jetzt hat jeder einen... ja genau, wir haben jetzt schon mit Crash zum Beispiel... Ja gut, mit Crash hatten wir sowieso so schon den Turbo, deswegen... Nehmen wir jetzt mal Cortex-Turbo-Wagen für diese Mission hier, für dieses Rennen. Und ich würde sagen... Wir machen einen kleinen Einschub, nachdem wir jetzt diese drei Rennen komplettiert haben. Dann würde ich nämlich sagen, machen wir alle Rennen nochmal. Also ich werde jetzt auch wieder die Zeitrennen rauslassen. Und werde dann nochmal bei Mystery Island anfangen und werde von da an dann die neuen Strecken, die wir jetzt gefahren haben, schon mal komplettieren. Und in den letzten beiden Welten werde ich das dann direkt, während den Modis holen, wenn ich die so oder so mache, dann werde ich die in einem mitnehmen direkt, weil ich habe jetzt die Fähigkeit, ich muss auf nichts mehr warten, dann kann ich es auch direkt machen. So, also ich denke, man sieht schon, wir sind auf jeden Fall deutlich schneller als noch bei den letzten Rennen. Also die Geschwindigkeit ist definitiv zu spüren und das ist auch gut so. Oh mein Gott. So. Ich hätte eigentlich mal ganz gern einen zum Glotzen, ne? Hier komm. Irgendeiner, hier komm, du. Engine ist, glaube ich. Oder? Ist es Nina? Nee, ist es Engine. So, wir nehmen natürlich wieder unsere Position unten auf dem Kart ein. Engine sieht schon so ein bisschen gay aus in seinem komischen Kostüm, ne? Naja. Ich bin mir wieder selber untreu oder was weiß ich. Ich habe eigentlich so viel anderes aufzunehmen. Ich muss mal wieder Layton aufnehmen, ich muss mal wieder Zelda aufnehmen. Spyro muss ich mal die zweite Aufnahme machen, aber irgendwie, ich habe so Bock auf Crash die ganze Zeit. Es ist immer so. Es ist bei jedem fucking Replay so gewesen, dass ich immer Bock auf Crash hatte. Und irgendwie nie so wirklich Bock, ein anderes Spiel weiter zu zocken. Obwohl die auch richtig geil sind natürlich, aber irgendwie... Crash ist einfach so, da habe ich immer Bock drauf. Das ist krass. Es war bei Two Insanity so, dass ich diese drei Aufnahmen wirklich in einem sehr kurzen Intervall nicht mal einer Woche gemacht habe. Oh, ich bin schon gedotzt. Ich wollte jetzt gerade dotzen. Das war natürlich ein bisschen dämlich von mir.
Gott. Frag mich nicht, was das für ein Geräusch war. Wieder ein sterbender Wal. Läuft gerade noch nicht so gut. Komm hier, dort's mal Crunch. Jetzt ein bisschen nach links. Ich schließe mich nicht mehr auf. Das heißt, wir müssen uns so irgendwie Zutritt zu den vorderen Rängen verschaffen. Ich habe eigentlich die Taste gedrückt, habe ich gedacht. Aber gut. Hallo. Wie fährt der denn? Der wollte gerade irgendwie überhaupt nicht so steuern, wie ich es ihm gesagt habe. Crunch, kannst du auch bitte mal treffen? Coco ist direkt vor dir. Nicht nur, weil es Coco ist, sondern generell, weil wir nach vorne kommen müssen. Und das in relativ kurzer Zeit jetzt. Ja. Komm, komm, komm. Nach vorne, Crunch. Immer nach vorne. Ja, das könnte ziemlich knapp werden. Ich habe die Strecke leider nicht im Kopf und weiß jetzt nicht mehr, wie viel jetzt noch kommt, aber... Ja, das könnte in der Tat ziemlich knapp werden. Wenn wir jetzt nicht treffen. Was mache ich denn da? Das war kacke! Hätte der Crunchy nicht vorher treffen können, der Pisser! Nein, ich wollte doch Quadraten! Es läuft gerade gar nichts. Es ist kacke! Auf meinem Handy ist das wieder noch schon wieder richtig scheiße. Ich will mir einfach eine App runterladen und es klappt wieder nicht. Das fuckt mich gerade zusätzlich ab. Aber was mich hier gerade abfuckt, weil ich einfach wieder doof war und nach... Ich scheiße doch den schweren Modus, ich hab keinen Bock da drauf, echt nicht. Ich will wieder besonders geil sein, aber ich will jetzt einfach nur auf Sicherheit spielen, echt. Ganz ehrlich, der ist mir zu blöd. Ich will jetzt einfach nur das Ding heimfahren und das mache ich jetzt auch bei allen Rennen, glaube ich, so, weil... Ich habe keinen Bock, irgendwas zweimal machen zu müssen und... Scheiß auf den 50 Bonus. Und ich muss jetzt hier auch nichts beweisen, es ist mir eigentlich relativ latten, ob ich das jetzt auf normal, auf einfach oder auf schwer schaffe. Deswegen mache ich das jetzt einfach auf einfach, weil ich keinen Bock habe, jetzt hier unnötig Zeit zu verschwenden. Ich will ja relativ schnell durchkommen und deswegen brauche ich nicht. Habe ich echt keinen Bock drauf. Denn das erinnert mich an diesem Vorhaben. Das ist nicht so schön. Wahrscheinlich werden jetzt einfach mal alle mega lame sein. Wir werden einfach in der ersten Runde schon Erster sein. Selbst wenn wir nicht dotzen. Ja, wie einfach ich einfach mal nach vorne komme. So, ich kann jetzt auch mal ein bisschen schießen, weil... Ich denke, hier ist nicht so schlimm, wenn wir hier nicht selber fahren. Die fliegen ja irgendwie ein bisschen scheiße. Ach komm, setz dich hin, Mädel, ey. So kacke ich. So. Nina ist irgendwie ein bisschen langsam gefahren, habe ich den Eindruck. Zerstör sie, wenn es Coco war. Ich meine schon. Ja, komm, zerstör sie! Dann halt nicht, ist mir auch egal. Ja, aber ihr seht schon, wie gesagt. Direkt wieder auf Platz 1, easy going. So, Nina kann gerne getroffen werden von der einen Rakete da. Solange wir das nicht werden, ist alles in Ordnung. Wir haben echt eine Menge Boost gerade noch, habe ich das Gefühl. Nein, das ist, glaube ich, einfach wegen der Verrückt-Geschwindigkeit, klar. So, hier. Affe. Für irgendwen, der will. Ich werde schon wieder getroffen. Aber... Scheiße. Na, ich, wie gesagt, ich mag den Rennmodus nicht so. Naja. Das Driften ist ja auch kacke irgendwie. So. Es ist halt so, dass man hier beim Driften wirklich richtig langsam wird. Das ist bei den anderen Spielen jetzt nicht so gewesen. Da war übrigens die Abkürzung, die ich bisher noch nicht benutzt habe, weil ich sie irgendwie auch nicht wirklich gesucht habe. Aber man verliert ja einfach so unglaublich viel Zeit durch das Driften. Das weiß ich vor allem noch vom Let's Play her, wo ich wirklich abwägen musste auf vielen Strecken, ob ich da jetzt im Zeitrennen drifte und dadurch halt den Boost bekomme oder ob ich dann lieber normal fahre. Dadurch habe ich natürlich den Boost nicht, verliere aber auch eben nicht so viel Zeit beim Driften. Das war immer ziemlich schwierig abzuwägen, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch brauche, weil hier jetzt die verrückte Geschwindigkeit ab. Okay, bei manchen Rennen bräuchte ich das auf jeden Fall. Gerade so Ringe des Uranus ist, denke ich mal, ziemlich schwierig. Weil man da jetzt nicht wahnsinnig viel fahrtechnisch rausholen kann. Boah, leck mich doch am Arsch. Weh, ich verliere das jetzt, ne? Weh, ich werde nicht Erster. Weil irgendwelche Pisser mich dann noch irgendwie kaputt machen. Ich bin schon wieder nicht durch die Abkürzung gefahren. Mein Gott. Ich verpeile mal, wann die kommt. Nicht, dass sie jetzt wirklich wichtig ist, aber... Wäre schon mal ganz geil, die zu benutzen. Ist hinter mir wer? Nee. Ich sah so, als wäre Coco direkt hinter mir oder so, aber das ist... Pasadinas Paar.
Leck mich doch. Nein, 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 nein. Nicht mit mir. Ja, da klebt mir einer am Arsch. Oh, wow, wow. Coco war echt verdammt nah an mir dran. Aber sie hat es nicht geschafft, die Schlampe. Ja, sie hat es einfach nicht geschafft. So. Mein Gott. 10 Minuten für diesen Scheiß. Echt. Okay, Wahnsinn. Wir haben ja noch die Hausschuhe gefunden, aber... Nee, muss nicht sein. Wobei ich jetzt echt überlege gerade, komm, ich glaube, wir machen jetzt direkt die Zeit, das Zeitrennen hier, weil wir müssen jetzt eigentlich fürs Erste nicht mehr hier rein dann. Und deswegen wäre es eigentlich ein bisschen unnötig. Wir machen lieber normal. was brauchen wir denn für einen Charakterlenkungsreiter, ne? Das heißt, wir machen einfach mal mit Crash den hier. Ja. Es ist halt dann praktischer, weil wir dann nicht wieder durch die Welt laufen müssen, um die Tore zu finden, damit wir dann da rein können. Okay, man kann auch, glaube ich, für diese 50 Goldstücke Gebühr da, oder Wumpermünzen, nicht Goldstücke, da kann man sich da auch dann hier hinbringen, aber ja. Beziehungsweise man kann auch bei jedem beliebigen anderen rennen. Das ist natürlich so ein Ding, weil wir wir können auch eigentlich dann, wir müssen gar nicht mehr zurück nach Mystery Island. Wir können jetzt auch einfach hier die Rennen fahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das muss ich gleich einfach mal versuchen, ob das geht. Aber wenn das geht, dann suche ich doch nicht wieder die ganzen Tore auf in Mystery Island und Happily Ever Faster, sondern dann mache ich das einfach von hier aus. Und wenn ich das von hier aus mache, haben wir auch kein Problem. Mein Gott. Dann haben wir auch kein Problem, die Sachen jetzt hier direkt schon zu machen. Ich glaube, wir sollten vielleicht doch mal schnell oder verrückt nehmen. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, weil das könnte jetzt auch eine Rolle spielen mit der Zeit. Wir müssen 52, glaube ich, kaputt machen. Das sollten wir eigentlich noch. Also bisher haben wir noch fast keinen verfehlt. Jetzt ist, glaube ich, der zweite oder so. 8 dürfen wir. Aber wir müssen jetzt halt auch gucken, was die Zeit sagt, weil das wird jetzt teilweise schon wieder ein bisschen kniffliger hier. Ob es jetzt hier so ein Problem wird, weiß ich nicht, aber es wird später ein Problem werden. Den lasse ich einfach mal aus. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Wir sind fertig mit der Welt. Ja, 4 haben wir jetzt ausgelassen. Absolut kein Ding hier. Aber ich denke, gerade so in der letzten Welt, in Astroland, sollten wir auf jeden Fall schon mal mindestens schnell nehmen, aber vielleicht sogar verrückt. Weiß ich nicht, was wir da brauchen. Ist natürlich nochmal eine Frage des Risikos, weil dann sind wir schneller und schwerer zu stoppen und so, und deswegen muss man abwägen. Ich glaube, ich nehme jetzt generell immer schneller, zumindest. Oder schnell, oder wie auch immer der Modus heißt, ich bin mir gar nicht sicher. So, Groll in der Dawn hier. Hier könnten wir jetzt auch theoretisch auch diese ganzen Level machen, die wir freigeschaltet haben, ne? Jo. Das heißt, dann mache ich das gleich einfach so. Und zwar, wenn ich dann bei dem letzten Level bin, also bei Feuerstein. Wenn ich dann hier den letzten Modus gemacht habe, fangen wir mit den Zeitrennen an bei, ja, beim ersten. Nee, Blödsinn. Nee, das will ich alles mit Engine machen. Wenn ich dann wieder beim ersten anfangen werde. Also ich werde dann mit Tiki Turbo anfangen und so weiter, ganz klar. Und ich will es halt jetzt machen, damit am Ende nicht die ganze Welle übrig bleibt. Dann könnte ich das Projekt auch wieder teilen, wie ich es bei Crash Team Racing und Crash Nitro gerade gemacht habe, aber das ist nicht der Sinn der Sache eigentlich. Ich will das jetzt eigentlich dann schon ein bisschen teilig machen. Arbeitsteilig hätte es komisch geklungen. Ich will das schon so ein bisschen aufteilen, dass wir jetzt nicht alles auf einmal machen. Und weil wir jetzt eben die verrückte Sache mit dem Bums haben, ist, glaube ich, jetzt ganz gut. Und dann können wir, wie gesagt, halt bei den letzten beiden Welten es direkt in einem Schwung mitholen. Dann können wir wirklich jeden Modus direkt machen, wenn wir denn bei den Rennen dann sind. Und ja, finde ich eigentlich ganz nice dann. Da muss man quasi auch nicht so viel nachholen, so gesehen. Seine vielen neuen Rennen und ja, dann macht man live. Wobei man die 3 Rennen ja hier mehr oder weniger auch live macht. Muss man dazu sagen. So, wir haben da gleich schon 20 Kills bei der Hälfte der Strecke. Ach, mit Engine ist es einfach easy going. Wir haben ja schon Coco zerstört, das ist unser Hauptziel hier. Zumindest macht das am meisten Spaß, sagen wir so. Komm, komm, stirb! Ja, herrlich. So, jetzt sind wieder alle vor uns, jetzt können wir wieder ein bisschen vorne ballern. 30 sollten wir schaffen. Vielleicht auch 35.
Ja, könnte realistisch sein, obwohl die Strecke gleich vorbei ist. Jetzt kommt dein Ende, Dummkopf. Letzter, komm. Komm. Ne. Doch, hat noch geklappt. 35 sind uns. Perfekt. Oh, jetzt habe ich schon wieder eine Silbertrophäe dazu gewonnen. Ah ja. Gleich sollten wir uns dann auch schon Pasadena leisten können. Also ihre ja, Sache da. Ich weiß gar nicht, was wir dann jetzt überhaupt noch mal für bekommen, wenn wir jetzt das alles erledigt haben. Weil verrückt haben wir schon. Was ich gar nicht so wusste. Ich weiß nicht genau, wann man die freischaltet. Ich dachte nämlich eigentlich, den verrückten Modus schaltet man jetzt wirklich frei, wenn man diese Reihe 3 da geschafft hat von diesen Wagen. Also wenn man da wirklich alle freigeschaltet hat. Aber ist ja offenbar nicht so. Sollen wir jetzt schon direkt die Schnellrunde hier machen? Ne, wie gesagt, ich will eigentlich ganz am Anfang anfangen. Deswegen machen wir das beim nächsten Rennen dann. Also werden wir dann, nicht beim nächsten Rennen, sondern wenn wir dann bei Feuerstein sind und fertig sind mit allen Modi. Genauso wie ich es gerade halt erklärt habe. Das ist irgendwie schöner. Das wird dann auf jeden Fall noch den ganzen nächsten Part dauern. Also wahrscheinlich werden wir erstmal die beiden Rennen so in 15 Minuten oder so schaffen, vielleicht. Weil wir jetzt schon was schaffen können. Also das Rennen werde ich auf jeden Fall noch an diesem Part machen, wenn ich jetzt hier nicht Ewigkeiten hänge. Also das Rennen von Teergrube. Meine Gott. Meine Gott. Meine Güte. Und Feuerstein. Nein, das ist gerade so schlecht. Und Feuerstein. Und die restlichen Modi von Teergrube werde ich dann im nächsten Part machen. Wie viel wir dann noch von den Zeitrennen schaffen, ist fraglich, aber. Ich denke mal, im nächsten und übernächsten könnten wir mit den Zeitrennen auf jeden Fall mal fertig sein. Und dann würden wir noch die Sachen zurückbringen, also die Stufe 3 erledigen. Und dann geht es eigentlich auch schon nach Tuntown, weil dann sind wir soweit fertig. Ich habe gerade echt arge Bedenken, dass das hier was wird. Weil hier ich gerade alles andere als gut bin, vor allem ich übersehe halt sehr, sehr viel. Also wirklich übersehen, wenn ich sie einfach nicht sehe. Dran vorbeifahren ist dann auch noch eine andere Sache, also dran vorbei schießen, besser gesagt. Das Gute ist halt, Koko hat hier eine relativ hohe Frequenz. Das macht das Ganze immer noch ein bisschen erträglicher. Dass man immerhin noch, ja, quasi Korrekturzeit hat. Ach, wir haben Gold, sehr gut. 30 war Gold. 7 haben wir übersehen. Kam mir sogar mehr vor, aber wir haben es geschafft. Und das mit Koko! Muss auch mal erwähnt sein, dass es mit Koko war. Das Spiel macht so Bock, aber ich habe jetzt schon so viel. Oh, heute waren die ersten beiden Parts, ja, immer noch. Gestern habe ich die letzte Aufnahme gemacht, die dritte, und heute schon die vierte Aufnahme. Und wir haben jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch schon wieder so 57 bis 60%. Ach, das ist einfach krass. So, wo war das nächste überhaupt? War das schon auf der anderen Seite? Ich meine schon. Ich meine, beide waren jetzt auf der anderen Seite. Wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Also ich weiß, dass eins auf jeden Fall da war, aber ich weiß da nicht, ob es das letzte war oder... Weil ich würde ja schon... Ja doch, es war das zweite auf jeden Fall hier. Mit der Abkürzung, mit dem Streckengeheimnis. Also die Teergrube und ja, dann müssen wir gucken, wo... Ach, Feuerstein war doch bei der Höhle da drin, ja genau. Ich dachte gerade irgendwie, da wäre diese Arena gewesen, aber die war ja rechts daneben in der Höhle, ja. Ergibt alles Sinn. So, wir fahren normal, aber verrückt. Pasadena haben wir gerade, glaube ich, genommen. Dann nehmen wir jetzt Crunch mit Turbo. Das ist dieser geile Knochenwagen, der ziemlich geil aussieht. Dann packen wir das Rennen jetzt hier noch gerade in den Part und dann, wie gesagt, beim nächsten Mal der Rest und die ganze restliche Feuerstein-Kacke und Rennen. Also der ganze nächste Part wird auf jeden Fall mal aus Rennen bestehen. Wir werden wahrscheinlich kaum Jump-Run-Passagen haben, außer zwischen den Rennen. Und ja, das ist eigentlich ganz chillig. Wird also unser erster Zeitenpart und der zweite, der nächste wird dann wahrscheinlich auch noch damit verbracht werden und dann sollten wir damit auch eigentlich fertig sein. Natürlich dauern die Strecken dann immer ein bisschen und wenn wir das nicht im First Try schaffen, kann das problematisch sein, aber im Endeffekt mache ich mir jetzt eigentlich keine so großen Sorgen. Kann ich auch mal hier ein bisschen schnell die Typen zerstören. Oh. Der ist mit der Kuh nach mir geworfen. Ich würde lieber selber mal fahren, weil es gleich kommt auch das Streckengeheimnis. Und da ist auch noch ein Kristall. Sollte man nicht vergessen, da drüben. Energiekristall eingesammelt, wieso benutzen die auch die Abkürzung? Oder das Streckengeheimnis. Ist mir noch nicht aufgefallen. So, komm, ich würde sagen, wir. Nein, ich wollte mich entdotzen. Nicht switchen. Eieieiei. Na, Gott. Noch ein Huhn. So, Pasadena erledigt.
Verpisst euch alle. Okay, komm, wir verbinden uns, Coco. Nö, ich hab keinen Bock. Okay, jetzt starte ich mit Funflutsch, glaube ich. Ja. Und Mr. Stahlhelm. So. Dann hier. Wer ist hier? Coco. Ich kann irgendwie nicht schießen. Das kommt irgendwie nichts. Na gut. Ich würde sagen, ich fahre. Du kannst gerne nach hinten ballern. Wenn du Bock hast. Ja, genau. Erledige bitte da hinten ein. Am besten Coco. Sie wird wahrscheinlich unser ärgster Verfolger sein. Abkürzung. Ah, schön. So, jetzt haben wir wieder keine Konkurrenz am Arsch. Alles ist super. Ich finde, wir könnten uns gleich entdotzen. Aber auch die Strecke, ich weiß nicht. Das hier am Ende ist zwar irgendwie besonders. Ach, Coco getötet, das ist schön. Aber irgendwie auch nicht. Also wir haben zwar da diese Vulkan-Feuer-Dings-Kacke und wir haben hier den diese Geysire, aber irgendwie an sich ist es trotzdem jetzt von der Streckenführung und so. Irgendwie ist es echt nichts Besonderes, beziehungsweise ist, irgendwie sehen alle drei Strecken halt für mich gleich aus. Das ist einfach so wenig Spezielles. Wenn man jetzt mal sieht, wie viele Unterschiede es bei Crash Team Racing zum Beispiel gibt. Jetzt allein der Abwasserring und Blizzard Bluff und Drachenlin, allein dieser Unterschied zwischen den drei Strecken schon, dann noch die Crash-Bucht und das Engine-Labor und die Heißluftbahn. Das sind also, die sind sehr, sehr verschieden. Das kann natürlich auch für das Spiel sprechen, das ist alles thematisch angepasst, ist klar. Aber irgendwie ist da halt dann so wenig Variation drin, wobei natürlich die Welten an sich schon unterschiedlich sind, das muss man sagen. Also Happily Ever Faster und das hier zum Beispiel steht natürlich total im Kontrast. Und dann auch dieses futuristische in Astroland, klar. Aber irgendwie hätte ich mir auch in der Welt selber schon noch irgendwie so ein bisschen Abwechslung gewünscht. Die ist irgendwie nicht so hundertprozentig gegeben, auch wenn man es irgendwie ja schon versucht hat. Ich weiß nicht. So böse, dass ihr mich auf der Richter. Wie gesagt, die sind für mich nicht so memorable, keine Ahnung, gibt's das Wort. Naja. Gut. 22 Minütchen, das wäre das was für den Part hier. Naja, ich wieder nicht sprechen deutlich. Und ja, beim nächsten Mal, wie gesagt, rennen, rennen, rennen. Muss es auch mal geben, in den ersten beiden Parts, jetzt hatten wir überhaupt kein Rennen, jetzt langsam kommen natürlich die ganzen Rennen nach. In dieser Welt sind wir auf jeden Fall soweit dann fertig. Das ist schon mal ganz schön zu wissen. Und ich freue mich darauf, hier die nächsten Modi zu machen. Und die nächste Strecke Feuerstein auch noch zu machen. Und ja, das wäre es von meiner Seite für den Part. Beim nächsten Mal geht es hier weiter bei Teergrube. So heißt das Level. Bis dahin. Tschüss.